schalte da jetzt den Motor ab. So. Kannst du mal schon die rechte wieder wegnehmen? Ja. Un momento, ja. Zahlt habe ich es auch schon, gell? Ah, ja, sehe ich. Alter, ich dachte, das ist ein Storch, der nachgibt. Bei Mieten, ich weiß halt nicht, wie das, ob das gut funktioniert, dieses Leasing-System, weißt du? Wenn das wirklich gut funktioniert, dann ist natürlich Mieten eh egal. Dann hast du auch wieder einen Kredit. Das ist eh nichts anderes. Ja eh, aber dann hättest du es schon früher quasi, weißt du? Ja eh, das ist halt schon früher. Was geil wäre, wenn man es quasi mieten könnte und dann rauskaufen, weißt du, wie so ein Leasing-Vertrag. Ja. Das geht halt leider nicht. Alter, ich hasse das. Fahren vor, dann kommst du in der Nähe, dann stoppen sie ab auf einmal. Warte, jetzt fahre ich. Dem Caterpillar gibt sich so, oder? So. Nimm dir gleich die rechte weg. Du kannst bis dann auch gleich wegnehmen. War schon die letzte. Uhr gleich. So, was ich mir jetzt wirklich überlege, ob ich das Feld nicht dabei verkaufen soll. Welches? Das 102er. Tun der. Weißt du, das ist das, wo ich mal den Umgestall reservieren wollte. Wollte oder mach's? Ja, eh noch möchte. Ah, 107 quasi. Ah, okay. 102. Ja, 107. Ja, 107 ist dann die Grundstücknummer. Verkaufe ich dabei. Da ist eh nichts oben, was ich brauche. Aber das, weißt du, der Umkreis da, den hätte ich trotzdem gerne irgendwann. Ist der Maser rum? Ja. So, dann. Rechte noch nicht weggenommen, gell? Mann, ich kratze jetzt alles ab gerade. Gemerkt. Ich kratze jetzt alles noch ab da auf dem Feld, dass sich dieser 14. Anhänger ausgeht. Yep. So. Ich hab da jetzt gerade ein bisschen was zerstört. Na lawand. Ach so, Blödsinn. Darf ich ja noch nicht wegnehmen. Wie du gerade Gras abgrast. Darf schon, hab ich ja gesagt. Hä? Darf schon, das war die letzte jetzt. Achso. Wenn du das nicht durch hast. Kann man nicht mehr fertig ernten.
Was geil ist, das Feld habe ich jetzt mit einem Plus verkauft sogar. Mit einem Plus? Achso, ja, stimmt, ja. Das ist plus 42%. Wie hast du es normal gekauft? Ich habe es unter 100.000 gekauft. Das ist aber, ich könnte jetzt ein bisschen Kredit zurückzahlen. Aber ich habe mal auch extra zwei Felder eigentlich genommen. Jetzt so jetzt nicht unbedingt brauche, aber die waren halt billig. Verstehst du? Ich verstehe dich. So. Hast du WhatsApp? Hast du WhatsApp? Okay. Echt, echt krass. Und. So. Das ist geil. Muss ich zuschlagen. Was denn? Zimmer angebracht. Scheiße, ja. Wenn es du nicht genommen hättest, hätte ich genommen. Kommt mal auch nicht in die Karten. Tja, ich würde es nehmen. Kannst du es allein? Allein kannst du es nicht. Brauchte Gegenstände kannst du nicht laden. Mit Lohnunternehmerstatus schon. Ach so, so meinst du laden. Gut, aber auf Dauer laden, das war auch ziemlich teuer. So. Aber ich glaube, ich werde mir das trotzdem. Nur die Bar zu hoch im Kredit irgendwie. Warten wir noch. So. Was wir gehen verkaufen. Zwar. Na, lass mal. Warte. Lass ich mal noch. Was hat denn gut? Du bist der Große. Machen wir einen geraden Betrag. Es wären 20.286, machen wir 20.000. Schlimm? Jupp. Ich hoffe, die Ballenpresse kommt bald wieder. Wenn ich die früher gesehen hätte, hätte ich es mir gehört. Aber willst du die jetzt auch haben, oder? Ja, auf die spare ich ja. Ach so, das wusste ich ja nicht. Kannst du es ausleihen? Das kommt mir auf Dauer zu teuer. Na, auf die spare ich und dann Feldhäcksler dran, weil dann kann ich Ballen machen, Silage machen, alles machen. Ich dachte, ich spare es auf eine andere. Bitte? Nein, nein. Auf die. Genau auf die.
merkt man den PS. Da merkt man den PS den Hügel hoch, Alter. So, nichtsdestotrotz haben wir zum Händler. Obwohl. Scheiß drauf. Mieten wir uns das Ding jetzt. Na, das geht sich da nicht aus. Da vielleicht. Wenn du wieder so eine Magelbots ist, dann sagen wir es bitte, dann komme ich extra an, Alter. Nein, ich mach das anders, du kannst sie haben. Nein, nein, wurscht. Na oh ja, du kannst sie haben, ich glaube, ich mach das anders aber. Weil das ist, mir ist das mit Geld zu Dings. Wieso, was machst du jetzt leicht? Ich brauch das an, die anderen Geräte zuerst. Auch den Anhänger noch unbedingt. Aber nur wenn du es wirklich nicht brauchst. Ich möchte jetzt nicht irgendwie benzen, dass du es mal gibst, ja? Nein, 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 nein. Und aber jetzt, wo du sagst, dass du es brauchst, dann gebe ich es dir halt dabei und dann nehme ich die nächste. Na, wenn dann kann ich es mit dem Geld eher. Ich hoffe, ich hole sie dir auch ab. Im Händler. Gut, die muss man dann sowieso dort wieder reinstellen, oder? Warum? Naja, zum Kaufen. Ja, wir machen es wieder mit dem Drescher. Yay? Yay, drum sag ich, er muss ja holen. Achso, meinst du das? Muss ich holen vom Händler. Ich stehe jetzt beim Händler.
Was das Geile ist, ich habe eine Hofgarage. Da geht der Drescher nirgends rein. Mit Schneidewerk. Was denn? Das noch braucht. Oh, ich bin dumm. Na jetzt. Kannst du zu mir zum Hof kommen? Bitte? Kannst du zu mir zum Hof kommen? Ja. Ich nehme dir gleich mal 60.000 Liter Ballen auch mit. Von dem Stroh. Super. Ja, weil dann können wir probieren, ob du das auch machen kannst. Dann mache ich das nämlich ganz anders. Auf der sicheren Seite. Dann, wenn du da bist. Ich bin am Weg jetzt. Was? Ah, da kann ich hier gerade weiterfahren.
Rechner. Geräte. Freigeben hast du das jetzt noch nicht, aber. Ich habe gesagt, probier, ob du das gleich machen kannst. Dass wir sehen, ob es funktioniert bei dir. Gut, das ist ja dein Gerät. Ja, aber vielleicht geht's ja trotzdem. Vielleicht brauchst du einer bauen und. Ich hab nur überweisen. Überweisen an den Hof. Ja. Aber kein Gerät, oder was? Nein. Okay, na dann. So. Schau ich mal, ob ich, wenn ich was von mir raufstelle. Ja, das kann dann wirklich sein, ja. Was ziemlich geil bei diesem Lenkrad ist, ist dieser Knüppel.